Sind Elektroautos die wirkliche Lösung für die Verkehrsprobleme und Umweltprobleme, die wir heute in ganz Europa, letztlich in der ganzen Welt schon haben? Immer wieder wird behauptet, das Elektroauto wäre die Zukunft und Weltnetz TV möchte sich heute mit dieser Frage beschäftigen. Wir begrüßen Herrn Winfried Wolf. Sie haben ein Buch darüber geschrieben mit dem zündenden Titel Mit dem Elektroauto in die Sackgasse. Der Untertitel ist, warum Elektromobilität sogar den Klimawandel beschleunigt. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Sie haben meiner Meinung nach auch mathematisch und physikalisch überzeugend recherchiert, dass beim Elektroauto letztlich sogar, wenn man die Herstellung des Autos, die ganzen Rohstoffe, die benutzt werden, einrechnet, also mehr Gase und auch Feststoffe ausgestoßen werden in die Umwelt als, ja, als mit den bisherigen Verkehrsmitteln. Bitte erläutern Sie uns das mal. Ja, es geht nicht um die gesamte Bilanz, nicht nur darum, ob jetzt einer ein schnuckeliges kleines Elektroauto hat und zu Hause vielleicht im Grünen wohnt und auf dem Garagendach eine Photovoltaikanlage hat. Das ist eine spezielle Rechnung. Es geht darum, ob unter den heutigen Bedingungen Elektroautos ein Ersatz sein können, eine Perspektive sein können für die stark vom Auto abhängige Mobilität. Und da sage ich ganz klar Nein. Und ein Faktor, den Sie angesprochen haben, ist natürlich der sogenannte ökologische Rucksack. Damit ist gemeint, dass bei der Produktion eines Elektroautos, wenn man es in der gleichen Größe nimmt, also eines Golfs von VW, benzinbetrieben, oder eines Elektrogolfs bei VW oder eines größeren BMWs verglichen mit einem Tesla, der Dreier, Model 3 heißt der, dann steckt in einem Elektroauto zwischen 3 und 5 Tonnen mehr CO2, die in der Produktion an die Umwelt abgegeben wurden. Und ökologischer Rucksack meint damit, dieses Elektroauto muss dann zunächst mal einige 10.000 Kilometer fahren, bevor dieser ökologische Rucksack, die Belastung durch mehr CO2, die in der Produktion emittiert wurden, abgetragen wurde. Das mag bei einem kleinen Renault Zoe, das ist ein kleines Elektroauto, vielleicht nur 30.000, 40.000 Kilometer sein. Bei einem Tesla der S-Klasse, das ist eine obere Klasse, der 80.000, 90.000 Euro kostet, sind es dann schon 70.000, 80.000 Kilometer, bis die theoretischen Vorteile eines normalen Elektroautos überhaupt zur Geltung kommen. Bis dahin fährt er seinen Rucksack ab. Aber es ist ja auch unwahrscheinlich, dass das Elektroauto so schnell diese Kilometer abfährt, weil die Reichweite ist ja jeweils gering und Naja, Elektroauto wird in der Regel, wenn es den Bedingungen angepasst ist, Mittelschicht, die eine Garage haben, die eine Wallbox haben, also schnelle Ladungsmöglichkeiten haben, in der Regel im Jahr auch 15.000 bis 20.000 Kilometer fahren. Das heißt, es wären dann 3, 4, 5 Jahre, bis das Elektroauto überhaupt in die Situation reinkommt, die theoretischen Vorteile abzufahren. Aber das ist auch wichtig, was Sie ansprechen. Das heißt, diese Elektroautos sind im Grunde in der Regel eben Autos von Mittelschichtleuten, die diese Möglichkeit der Lademöglichkeit haben. Allein schon eine Mietskaserne oder einen großen Block würde es sehr, sehr schwierig sein, sehr unwahrscheinlich sein, dass überhaupt das Elektroauto so geladen werden kann, wie jemand, der jeden Tag zur Arbeit fährt oder jeden Tag größere Fahrt mit unternimmt. Zur schlechten Umweltbilanz oder fragwürdigen Umweltbilanz gehört ja auch, dass Stoffe verarbeitet werden, wofür die Batterien, die auch nicht unendlich vorhanden sind, also Lithium, Kupfer und so weiter, die unter schwierigen oder teilweise mit Kinderarbeit in Chile, im Kongo abgebaut werden. Können Sie uns darüber was sagen? Also dessen muss man sich auch bewusst sein, ja, dass die Herstellung selber auch unter moralisch zwiespältigen Bedingungen stattfindet.
und auch nicht gerade umweltverträglich. Ja, das ist ein wichtiger Faktor. Wir haben bisher immer gesagt, die Kritik am Benzinauto und Dieselauto ist Peak Oil, das heißt, dass irgendwann der Punkt erreicht sein würde, wo das knappe Gut Öl, Rohöl zu Ende geht und damit der Preis immer höher wird und dieses Gut zerstört wird. Wir tauschen jetzt aus oder wir ergänzen eigentlich Peak Oil um Peak Copper oder Peak Lithium oder Peak Kobalt. Das heißt, auch diese Stoffe, die elementar für die Batterieherstellung sind, Kobalt, Lithium und Kupfer, sind sehr knapp. Kupfer deswegen, weil man beim Elektroauto 3 bis 4 Mal mehr Kupfer braucht als beim normalen PKW. Und diese Stoffe sind sehr knapp und sie kommen auch alle aus Ländern oder fast alle aus Ländern der dritten Welt. Das ist wieder so, unsere Mobilität im Westen, in den hochindustrialisierten OECD-Staaten, wird gespeist durch bisher Öl, also Benzin und Diesel und jetzt eben durch Lithium aus Chile oder Kobalt aus dem Kongo oder Kupfer aus Brasilien. Also auch wieder die dritte Welt speist unsere Mobilität. Und gerade in Chile sind, wo diese Lithium-Abbaugebiete auch, also die verursachende große Verunreinigung des Grundwassers und so weiter. Also es dreht sich nicht nur um die eigentliche Endlichkeit dieser Materialien, sondern eben das richtet heute schon große Umweltschäden an, die eigentlich mit einem Elektroauto vermieden werden sollten. Ja. Ein großes Problem ist ja auch das große Gewicht der Wagen durch die Batterien. Ja, generell. Wir leben in einer Welt, in der vor 50, 60 Jahren ein Trabant oder Wartburg gefühlt 800, 900 Kilogramm gewogen hat. Im Westen war es der VW Käfer mit 700 Kilogramm. Wir haben heute ein Durchschnittsgewicht bei einem VW Golf, unser Benziner Golf, jetzt von 1,2, 1,3 Tonnen. Und jedes Elektroauto wiegt 200 bis 300 oder 400 Kilogramm mehr. Also ein Tesla S wiegt 2 Tonnen zum Beispiel und ein Elektro-Golf wiegt 1,5 Tonnen. Das heißt, obwohl in einem Auto eher immer weniger sitzen, heute 1,2 Personen im Schnitt, im Durchschnitt, früher waren es 1,5 Personen, haben wir heute immer größere Gewichte, die transportiert werden müssen, Totgewichte, die gefahren werden müssen, was natürlich die Sache völlig ineffizient und völlig ökologisch problematisch macht, weil das natürlich auch heißt, dass viele Rohstoffe und viele Materialien, ein Stahl, ein Blech, ein Plastik und so weiter, verbraucht werden müssen, um diesen größeren Wagen zu produzieren. Naja, zur Umweltbilanz müsste man ja auch noch sagen, also dann des fahrenden Autos, Reifenabrieb wird es weiterhin geben, wahrscheinlich sogar mehr durch das Gewicht und so weiter, was ja auch gerade ein bisschen in den Fokus rückt, weil wir haben nun den Feinstaub gerade auch von Reifen mittlerweile auch schon in der Arktis entdeckt und in den Weltmeeren und so weiter. Ja. Der bleibt gleich, der Reifenabrieb, auf alle Fälle. Sogar der Lärm, ja, was immer, Elektroauto ist ja ruhig, fährt er leise. Ab Tempo 35 oder 40, da streiten sich die Geister, ist der Lärm, der durch das Fahrgeräusch und durch den Luftwiderstand emittiert wird, stattfindet, gleich groß. Das heißt, der Vorteil von einem leisen Elektroauto ist dann weg. Wenn wir eine normale Straße mit 50 km/h haben oder gar eine Autobahn haben, ist der Verkehrslärm genau der gleiche geblieben. Und natürlich, der Reifenabrieb ist der gleiche oder bei größerem Gewicht sogar etwas größer. Sie zeigen ja auch, dass die Effizienzbilanz des Elektroautos im Betrieb selber dann gar nicht so günstig ist. Also ich denke jetzt an Stromverbrauch und so weiter. Also nach dem Thema ökologischer Rucksack müsste man reden über den Strommix. Das heißt, wie viel fossile Energie wird bei der Produktion von Strom verwandt? Bei uns sind es heute noch knapp 40%, die fossile Energie sind. Das ist ein schlechter Mix, europäisch ist eher noch schlechter. Und vor allem, je mehr Elektroautos fahren werden, desto mehr wird der Druck da sein, dass mehr fossile Energie verwandt wird, weil die erneuerbaren Energien gar nicht so schnell aufgebaut werden können. Wir haben jetzt noch ungefähr 15% Atomstrom. Wenn die Atomkraftwerke wirklich abgestellt werden sollten in, hoffe ich, 3 Jahren, dann müsste dieser Atomstrom ersetzt werden durch erneuerbare Energien. Das ist momentan nicht sicher, ob in 3, 4 Jahren diese 13% jetziger Atomstrom ersetzt werden können durch erneuerbare Energien.
Aber es wird nicht mehr sein, da bleibt es immer noch bei 40% fossile Energie. Wenn wir nach China schauen, sind es 60% fossile Energien, die da sind. Aber das Thema Effizienz ist ja nicht nur bedingt von dem Verbrauch des Stroms, sondern auch bedingt von der Tatsache, dass Elektroautos zu einem ganz großen Anteil, man spricht von fast 2/3, Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt, durch die Parameter, die technischen Parameter, also Reichweite maximal 400 Kilometer, plus zweitens lange Zeiten zum Auftanken, also zum Ladesäule wieder das Gerät laden, mindestens eine Stunde, oft 6-7 Stunden, führt dazu, dass diese Elektro-PKWs in der Regel Stadtwagen sind und Zweit- und Drittwagen sind. Das heißt, gerade da, wo Autos eigentlich nicht sein sollten, weil sie 4-mal mehr Platz brauchen als eine gleiche Beförderung mit der Straßenbahn zum Beispiel, da werden Elektroautos dann angeschafft werden und da Platz wegnehmen und damit im Grunde sehr ineffizient sein, was die gesamte Beförderungsleistung betrifft. Ja. Ich will aber auch noch mal drauf kommen, dass Sie ja auch geschrieben haben, viele Länder, die sich also jetzt nicht in der Lage sehen oder das schon abschätzen können, dass sie so viel Strom gar nicht herstellen können, obwohl sie auf Elektromobilität orientieren, wie China, dass es da eben einfach keine Abkehr von der Atomenergie gibt. Also China scheint also weiterhin Atomkraftwerke zu planen und eben auch zu bauen. Ja, da ist wichtig, dass wir nicht von Anteilen reden sollten. Also wie hoch ist der Anteil von erneuerbaren Energien? Weil das Klima hat null Interesse und null Bedeutung, was der Anteil war von fossiler Energie erneuerbar. Es geht darum, was absolut mehr emittiert wird. Und absolut steigen die Kohlekraftwerke in der ganzen Welt weiter an und damit die Emissionen von Kohlekraftwerken auch in China. Genau. Obwohl der Anteil von erneuerbaren Energien schon ansteigt, aber die absolute Menge an Kohlekraft, die verstromt werden, steigt, damit eben die absolute Menge, die an CO2 abheben. Dazu kommt, was Sie richtig sagen, dass die Chinesen heute 38 Atomkraftwerke haben, aber 20 weitere im Bau sind, noch mehrere in Planung sind. Das heißt, sie sagen auch, um alles abzudecken, was sie an Energie brauchen, aber auch die Elektromobilität, brauchen wir mehr Strom und unter anderem brauchen wir auch mehr Atomstrom. Das heißt, die Gefahr, dass so ein GAU stattfindet, ein größer anzunehmender Unfall stattfindet, wie in Harrisburg 78, wie in Tschernobyl oder wie in Fukushima, diese Gefahr ist groß. Und wenn die Franzosen zum Beispiel sagen, dass im Jahr 2030 in Paris nur noch Autos ohne Verbrennungsmotor fahren dürfen, Elektroautos, müssen wir 70% des Stroms in Frankreich sind Atomstrom. Und Präsident Emmanuel Macron hat gerade gesagt, ein Gesetz, was vorher Herr François Hollande, sein Vorgänger, beschlossen hat, der Atomstrom müsste reduziert werden, wurde gestrichen, weil sie auf Elektromobilität setzen und damit mehr Atomkraftwerke oder mindestens die jetzige Zahl der Atomkraftwerke brauchen werden. Ja, das ist interessant. Wir brauchen also gar nicht nach China zu gucken, sondern unser Nachbar selbst kann das Problem der Elektromobilität nur angehen, wenn er also keinen Abstand vom Atomstrom nimmt. Ja, das ist der Fall, ja. Ja. Können Sie, Herr Wolf, erklären, wieso bei diesen ja offensichtlich gar nicht so schwierig feststellbaren Nachteilen der Umweltbilanz des Elektroautos, wieso sogar Umweltverbände sich für die Elektromobilität aussprechen? Greenpeace das zum Beispiel, so die SPD auch natürlich. Und die Grünen. Und sogar die Grünen, IG Metall, ja. Naja, das ist vielleicht zunächst mal ein Mysterium, weil die Fachleute haben, vielleicht auch bessere Fachleute als ich einer bin, die eigentlich die Bedingungen kennen. Auch sind es oft Positionen, die noch vor 10, 15 Jahren anders gesehen würden, die auch viel kritischer auch bei den Grünen gesehen wurden, auch bei den Umweltverbänden gesehen wurden. Eine Rolle spielt ja, dass wenn man jetzt halt ein Elektroauto, ich habe vorhin am Anfang davon gesprochen, ein schnuckeliges, kleines, 400 Kilogramm schweres Elektro-Stadtmobil, nochmal mit Photovoltaikanlage und so weiter, das mag eine ganz nette Bilanz haben, aber das ist nicht die Realität in der Gesellschaft. Das ist ein Faktor, dass Sie einfach dieses kleine Stadtmobil nehmen. Der andere Faktor ist der, dass eben es eine massive
Kampagne gibt der Bundesregierung, massive Subventionen gibt der Bundesregierung, auch massive Aufträge für die Umweltverbände gibt, auch für die Institute gibt, die den Umweltverbänden nahestehen, um nette Studien zu produzieren, sodass heute ein erheblicher Teil der Studien, die produziert werden von grünen, ökologisch orientierten Instituten, diese, ich sag's mal so, die Nachteile der Elektromobilität als gesamte Perspektive ganz klein schreiben. Sie schreiben auch was von Fahrrad, Fußgänger und ÖPNV, aber sie schreiben es ganz, ganz klein und immer ein Auto an sich vergleichen mit einem normalen Benzin- und Dieselauto, aber nicht die Gesamtheit mit bedacht wird. Es gibt fast nur ein wichtiges Institut in Deutschland, das ist UPI, das Umwelt- und Prognoseinstitut in Heidelberg, die gleiche Bilanz ziehen, die ich ziehe. Und viele andere Institute, die sagen, die das wegwischen, was unter anderem in Heidelberg Dieter Teufel heißt der Chef von Heidelberg Institut, dokumentiert hat an negativen Faktoren für Elektromobilität insgesamt. Mhm. Ja. Ja, ein Aspekt ist eben auch wichtig. Sie führen auch aus, dass sozusagen die Zunahme von Elektroautos eher zu einer Vermehrung des Autoparks insgesamt führen, weil es eben nur als Zweitwagen auch nutzbar ist, wegen der geringen Reichweite, wegen den Ladeproblemen und so weiter. Ja, nehmen wir die absoluten Zahlen. Also wenn in Deutschland, es heißt, im letzten Jahr seien 80 oder 100.000 neue Elektroautos zugelassen worden, dann muss man auch wissen, dass netto, also die Abmeldungen eingerechnet, ungefähr 800.000 PKWs mehr in Deutschland auf den Markt kamen. Also mindestens 700.000 mehr Benziner und Diesel. Und ein kleiner Teil, 1,7%, glaube ich, ist der Anteil, sind Elektroautos. Oder nehmen wir China. China ist ein Riesenmarkt für Elektroautos. Es sind im letzten Jahr 2 Millionen Elektroautos in China verkauft worden. Klingt super, toll. Aber gleichzeitig wurden 18 Millionen Diesel- und Benzin-Pkw verkauft. Das heißt, insgesamt haben wir dann eine Situation, wo weltweit der Bestand an Autos, und zwar an Diesel- und Benzinautos, weiter steigt. Und zusätzlich, ich sage als schmutziges Sahnehäubchen obendrauf, kommen einige Millionen Elektroautos. Wir haben heute auf der Welt knapp 1 Milliarde normale Benzin- und Diesel-Pkw. Davon kommen jedes Jahr mindestens 70 bis 80 Millionen dazu an Diesel- und Benzin-Pkw und vielleicht 3 Millionen, 4 Millionen Elektro-Pkw. Das heißt, alles wächst. Es mag jetzt im Vergleich ein Elektroauto mit einem normalen Auto weniger emittieren als das normale Auto, 20-30% weniger insgesamt gesehen, aber da alles wächst, wachsen die CO2-Emissionen von Benzin- und Dieselautos und von Elektroautos in der Summe. Und das Klima ist es piepegal, ob verglichen ein gewachsenes Elektroauto mit einem gewachsenen Diesel-Pkw etwas weniger emittiert. Aber die Summe ist katastrophal. Wegen dem ökologischen Rucksack, was eben schon, den eben schon das Elektroauto auch mitbringt. Ja, aber das heißt, wenn wir den weglassen würden, sagen wir, den haben wir vergessen, so, wir rechnen nur, haben wir ja trotzdem die Situation, dass die normale Summe an Diesel- und Benzin-Pkw im Jahr um 70, 80 Millionen wächst und dann kommen noch 1-2 Millionen Elektro-Pkw dazu, die ja auch irgendwas emittieren. Dass sie mit gar nichts fahren, ist ja Unsinn. Haben Sie eigentlich eine Idee, weshalb sich China auch für diesen Weg entschieden zu haben scheint? Also dort werden ja Elektroautos auch subventioniert und an sich hat man den Eindruck, dass da mehr gesamtgesellschaftlich gedacht wird oder auch Zukunftsplanung etwas rationaler stattfindet. Aber wieso nun dort auch das Elektroauto? Also ob in China die Zukunftsplanung rational ist, großes Fragezeichen. Wenn ich nur daran denke, dass vor 30, 40 Jahren die Städte Kanton, Shanghai und Peking Fahrradstädte waren, dass sie funktionierten mit einer annähernd ähnlichen Bevölkerungszahl, die Fahrräder alle weggedrängt wurden und jetzt es Autostädte sind und U-Bahn-Städte sind und so weiter und die Leute mit Gesichtsmasken durch die Gegend laufen, ist es nicht sehr rational gedacht. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage.
Die chinesische Regierung hat jahrelang Elektroautos massiv gefördert. Das hat nicht dazu geführt, dass im großen Maßstab Elektroautos angeschafft wurden, weil die gleichen Bedenken da sind wie hier auch. Mhm. Also lange Ladezeit, wenig Ladesäulen, geringe Reichweite und so weiter. Aber seit 1.1. dieses Jahres, also seit dem 1. Januar 2019, gilt die Quote. Und zwar nicht die Frauenquote, sondern die Elektroquote. Das heißt, 10% aller Autos, die in China importiert werden oder produziert werden oder zugelassen werden, müssen Elektroautos sein. Das geht noch weiter. In Städten wie Peking, Shanghai dürfen sie momentan nur Elektroautos zugelassen bekommen. Das heißt, wenn Sie ein neues Auto wollen, eine kleine Familie, die jetzt irgendwie zu Wohlstand gekommen ist, Mittelschicht und so weiter, will ein Auto haben, aus Prestigegründen, aus anderen Gründen, dann kriegt sie in Peking nur ein Nummernschild, wenn sie ein Elektroauto gekauft hat. Sie kriegt kein Nummernschild, wenn sie einen Benziner kauft. Weswegen reiche Chinesen rausziehen aus Land, dort eine Adresse angeben und dann einen Diesel-Pkw kaufen. Aber die normalen Bevölkerung wird es so nicht machen können. Da ist ein Zwang dahinter. Und der Haupthintergrund, den Sie angesprochen haben, ist folgender. China hat es geschafft, in fast allen Branchen des Weltkapitalismus führend zu sein. Also im Bereich der Herstellung von Computern, von Laptops, von Notebooks und so weiter, ist China mit Lenovo weltführend. Mein PC ist Chinese. So, das ist ein passables Gerät. So. Im Bereich von Smartphones und von Telekommunikation ist China mit Huawei mindestens ebenbürtig mit Apple und mit Microsoft-Produkten oder mit Samsung von Südkorea, weswegen Trump diesen massiven Krieg gegen Huawei führt, weil das ein wichtiger Faktor ist. Im Bereich der Hochgeschwindigkeitszüge ist China mit der CRRC, einem chinesischen Hersteller von Eisenbahnzügen, absolut führend, vor Siemens, vor Bombardier oder vor Alstom. Aber im Bereich von Autos gibt es keinen einzigen chinesischen Konzern, der irgendwie gegen General Motors, Ford, Toyota, Daimler, Porsche, VW anstinken könnte. Und es gibt eine ganz klare Aussage, ich zitiere es in meinem Buch auch aus der Financial Times, wo die chinesische Regierung gesagt hat, sie wollen und müssen in dem Bereich Autoindustrie auch führend werden. Und ein Faktor ist, dass sie darüber über Elektromobilität Chancen haben, in die Weltspitze vorzustoßen. Das sind die Konzerne BIT, heißt Build Your Dreams oder BAIC, Beijing Automobile Industry Corporation, die heute weltweit bei Elektro-PKWs, naja, vielleicht nicht führend sind, aber eine große, große Rolle spielen. Das möchte ich nicht jetzt sagen, dass es keine Umweltthemen gibt. Also ist natürlich richtig, dass wenn in Peking nur Elektroautos fahren würden, dann wäre die Emission in Peking eine geringere als heute mit Diesel-PKWs. Dass natürlich die Emissionen draußen auf dem Land massiv sind, weil 60% des Stroms in China sind aus fossiler Energie, ist eine andere Frage. Aber das ist nicht der Hauptfaktor. Es geht nicht ums Klima, es geht um China und China um die Frage, inwieweit sie eine Chance haben, im Weltmarkt von der PKW-Produktion, wo eben die großen imperialistischen Länder, USA, Japan, Südkorea, Deutschland und ein bisschen Frankreich präsent sind, da will China auch präsent sein. Ja. Wie sehen denn die Chancen des Elektroautos oder der Elektromobilität in anderen Entwicklungsländern aus? Schlecht. Also es gibt vielleicht Ausnahmen. Keine Ahnung, ob es ein kleines Land gibt in Mittelamerika, wo Elektroautos eine größere Rolle spielen. Aber bei den großen Entwicklungsländern spielt Elektromobilität momentan keine Rolle. Man redet davon auch. Aber es wird nicht eingeführt, weil einfach die Infrastrukturanforderungen so groß sind. Auch allein, dass ein Elektroauto 30% mehr kostet als ein normales Auto, spielt ja auch schon eine Rolle. Wenn man statt 10, 12, 15.000 Euro 18, 20, 23.000 Euro zahlen muss, das ist schon ein sehr, sehr preiswertes Elektroauto mit Subventionen. Der billigste Tesla kostet heute in Deutschland 40.000 Euro. Der Tesla S kostet 70.000, 80.000 Euro. Der billigste Renault Zoe kostet um die 20.000 oder 23.000 Euro, das ist ein kleiner Wagen und so weiter. Das heißt, die spielen in dieser Drittweltländern keine große Rolle. Das geht so weit, dass VW, also der Volkswagen-Konzern, in Brasilien sagt, wir bauen keine Elektroautos, wir bauen Ethanolautos. Das heißt, wir bauen Zuckerrohrautos, was sie seit Jahrzehnten machen, wo der Sprit aus verarbeitetem Zuckerrohr, also Zuckerrohr, was verarbeitet zu Ethanol besteht, was extrem umweltschädlich ist, was heißt, Regenwälder werden abgebrannt und so weiter und so weiter. VW de Brasil baut keine Elektroautos und sagt, wir brauchen die gar nicht.
Ja. Also sozusagen die Hoffnung, dass das Elektroauto insgesamt in einem überschaubaren Zeitraum die Umweltbilanz der Welt verbessern würde, ist also vollkommen illusorisch. Ja. Illusorisch, ja. Der Begriff ist richtig, in einem überschaubaren Zeitraum. Ja. Also wenn es denn stimmt, was das Klimafolgeninstitut in Potsdam errechnet hat und was auch der International Climate Council von der UNO errechnet hat, dass in den nächsten, sagen wir, 15 Jahren auf alle Fälle die entscheidenden Jahre sind, wo der Klimawandel eingedämmt und abgebremst werden könnte. In diesen 15 Jahren wird es nicht stattfinden mit Elektroautos. Allein schon ein Auto heute hat mindestens 10 Jahre Lebensdauer. Das heißt, die jetzige Flotte von 1 Milliarde Auto, die laufen weiter mindestens 10 Jahre. Dazu kommt jedes Jahr 90 Millionen mehr Diesel- und Benzin-Pkw. Also wenn man wirklich ein bisschen rechnen kann und sagen, das ist eine Milchmädchenrechnung zu behaupten, man könnte mit einigen wenigen Millionen Elektroautos das Klima retten. Wenn, muss der Pkw-Bestand massiv reduziert werden durch andere Formen der Verkehrsorganisation. Ja. Ja, ein öffentlich anerkanntes Problem sind ja die Ladestationen, ohne die also Elektroautos nicht fahren können. Was würde denn so ein wirklich in Deutschland flächendeckendes Netz von Ladestationen kosten? Also den Steuerzahler wahrscheinlich, denn die Industrie will die Ladestationen ja auch nicht bauen, die Autoindustrie. Und ja, es wäre also nötig, dass in Privathaushalten solche Stationen entstehen, aber im öffentlichen Raum eben auch. Ja. Das ist eigentlich nicht vorstellbar. Es gibt keine Berechnung, was es kosten würde, wenn die jetzige Flotte von 45 Millionen Pkw und 55 Millionen Kraftfahrzeugen, also plus Lastwagen, Busse und so weiter, wenn die alle Elektroautos wären, wären es Zehntausende, wahrscheinlich über 100.000 Ladestationen, die im Land gebaut werden müssten, wären es riesige Stromnetze, die gebaut werden müssten, um die zu versorgen. Das geht in die Dutzende, wahrscheinlich über 100 Milliarden Euro, die da investiert werden müssten. Und das ist nun mal ein reiches Land. Aber wenn wir jetzt einmal über Griechenland reden oder Bulgarien, Rumänien, überhaupt nicht vorstellbar, wie diese Länder sowas finanzieren. Und dann nicht zu reden von Burkina Faso, Nigeria oder irgendwie Brasilien, Argentinien, Chile, Paraguay und so weiter. Das ist nicht finanzierbar. Das ist auch, gibt keine genauen Rechnungen. Richtig ist natürlich momentan, da wir in Deutschland maximal 200.000 Elektroautos haben, ist natürlich die Situation relativ komfortabel. Wenn Sie einen Tesla fahren und in der glücklichen Lage sind, einen Tesla zu haben, dann haben Sie ein Display im Auto, der Ihnen sagt, Ihr Pkw kann jetzt noch 230 Kilometer fahren. Die nächsten zwei Tankstellen von Tesla wohlgemerkt, ja, die nächsten zwei Ladesäulen von Tesla sind in Reichweite von 80 Kilometer, 300 Kilometer, wie auch immer. Dann wird sogar Ihnen gesagt, das sind gerade zwei Leute am Tanken, am Laden dabei, eine Säule ist frei, steuern Sie die an, dann ist ein nettes Café dabei, wo Sie ein Longo trinken können, solange der Pkw geladen wird. Also das ist machbar, ja? Das ist auch Luxus, natürlich auch verführerisch, wenn man sowas angeboten kriegt, ich bin im Tesla und ich kann da und so weiter. Aber das ist also nur machbar, solange es eben nur ein paar 10.000 Elektroautos gibt, ja. Es gibt eine witzige Szene, wo der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Herr Winfried Kretschmann, mit dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen, Gastel, auf einem Parteitag quatscht, angeblich unbeobachtet, wo eine Kamera dabei war. Und dann sagt der Kretschmann mit seinem unnachahmlichen Schwäbisch, wollen wir mal am Ferien anfangen und erfahren Millionen Elektroautos an der Tanksäule, das geht ja gar nicht. Ja? So, also hat recht, wenn da Millionen Elektroautos wären und die alle in Urlaub fahren, dann eine Ladesäule suchen, das wird nicht funktionieren. Allein wenn ein Pkw 700 Kilometer fahren will, muss dreimal zwischendrin an die Ladesäule gehen, vor ein, zwei Stunden, die Leute haben gesagt, ich bin doch nicht verrückt, so fahre ich nicht in Urlaub. Das heißt, es ist nicht vorstellbar. Es ist auch dann kein Zeitgewinn mehr, ja. Nein. Also Sie sehen keine Alternative zu einem massiven und schnellen Ausbau eines ganz anderen öffentlichen Verkehrsnetzes, als wir es heute haben. Nein. Ich sehe eine Alternative, aber der Begriff Zeitgewinn nochmal. Ja. Also was hier wirklich einleuchtet ist, je mehr Autos wir haben, das kann man ja feststellen, verglichen mit früher 60er, 70er Jahre in Westdeutschland oder DDR und heute, desto langsamer wird der Verkehr.
Und je mehr Pkw-Dichte wir haben, desto mehr nähert sich der Pkw der Geschwindigkeit eines Fahrradfahrers. Ja. Also in Los Angeles haben wir heute mehr Autos als Einwohner. Ja, das ist die einzige Stadt der Welt oder die einzige Millionenstadt der Welt. Also stehen auch viele rum, oder wie? Ja, auch, genau, müssen ja. Ja, genau, kann nicht einer mit zwei Autos gleichzeitig fahren. Genau, ja. Das heißt, wir haben mehr Autos als Einwohner, absolute Pkw-Dichte. Wir haben keinen Platz für Fahrradfahrer, keinen Platz für Fußgänger und so weiter. Die Durchschnittsgeschwindigkeit, die mathematisch errechnet wird von Verkehrsplanern in LA, liegt bei 13 Meilen pro Stunde, also bei ungefähr 16 Kilometer pro Stunde. 16 Stundenkilometer. Das ist ein, würde ich mal sagen, sportlicher Fahrrad oder mittelmäßig sportlicher Fahrradfahrer. Mhm. Der kann so schnell fahren, auch wenn er halten muss und so weiter. Mhm. Und das sinkt von Jahr zu Jahr. Je mehr Pkw, desto langsamer der Verkehr. Mhm. Das ist einfach eine Frage des Platzes. Ein Auto braucht viermal mehr Platz als die gleiche Transportleistung in der Straßenbahn und 20-mal mehr Platz als ein Fahrradfahrer für die gleiche Transportleistung. Mhm. Insofern ist das Ganze einfach ein Witz, vor allem in der Zeit, der heißt, Time is cash, time is money. Das heißt, Zeit ist wichtig, aber wir setzen auf eine Industrie, die egal, ob der Antrieb elektrisch ist, ob Brennstoffzelle, ob Diesel, ob Benzin, der braucht die gleiche Fläche. Also wenn alle Autos in LA Teslas wären, bleibt der Stau der gleiche, bleibt die Geschwindigkeit der gleiche. Das ist ein Irrsinnssystem vom gesamten Grundprinzip her. Und da gibt es sicherlich Alternativen dazu, ja. Ja. Es wird ja auch gerade, was öffentlichen Verkehr betrifft, oft darüber gesprochen, dass die Busse also mit Elektrobatterien ausgestattet werden können. Oder dann gibt es auch die Oberleitungsbusse. Können Sie uns dazu was sagen? Wieso plant also zum Beispiel Deutschland offensichtlich eher Batteriebusse als Oberleitungsbusse, und wo sind da die Vor- und Nachteile? Das Problem beim Elektroauto, beim Elektrobus ist, dass eine riesige Batterie mitgeschleppt werden muss, weil diese Batterie direkt den Pkw antreibt. Das ist gelöst bei der Straßenbahn, ist gelöst bei der Eisenbahn, wo der Strom von oben kommt und keine riesige Batterie mitgeschleppt werden muss. Und es kann gelöst werden, wenn man wirklich sagt, Busse sind von der Größe der Stadt und der Summe des Verkehrs, was in der Strecke ansteht, die richtige Lösung, dann ist ein Oberleitungsbus auf alle Fälle viel sinnvoller, weil er eben nicht die Batterie mitschleppen muss und weil er nicht eine begrenzte Reichweite hat. Also ein normaler Dieselbus hier in Berlin fährt am Tag zwischen 350 und 400 Kilometer, manche vielleicht nur 300 Kilometer, als Tagesleistung. Das sind die Pläne, die da gemacht werden. Ein Elektrobus fährt maximal 160 Kilometer am Tag und danach hat er keinen Saft mehr, muss irgendwo aufgeladen werden. Sei es 1, 2, 3 Stunden, in der Regel die Nacht über, um aufgeladen zu werden. Das heißt, Berlin braucht, wenn sie die Dieselbusse durch E-Busse ersetzen, massiv mehr Busse, wobei selbst ein Elektrobus verglichen mit einem Dieselbus 50% mehr kostet. Das heißt, die Summe der Ausgaben für Busse, für die Hardware und die Summe der Ausgaben für Personal, was auch dann mehr sein muss, weil es komplizierter wird, das zu organisieren, ist wesentlich größer. Wenn man das stattdessen mit Oberleitungsbusse machen würde, wäre die Reichweite unbegrenzt. Der fährt so lange er will, solange Passagiere, Fahrgäste mitfahren wollen, den ganzen Tag über, oder von morgens um 4 bis nachts um 2, wie auch immer. Allerdings muss man sagen, dass ein Bus ist. Ein Bus hat eine begrenzte Kapazität. In der Regel würde ich in Berlin sagen, dass ein erheblicher Teil der Busverbindungen Straßenbahnen gemacht werden müssten. Es ist eh eine Tragödie, dass wir in Berlin eine Situation hatten bei der Wende 89-90, wo die DDR Ost-Berlin noch 160 Kilometer Straßenbahnlinien hatten. Im Westen gab es keine. Wenn Sie heute nachlesen, was damals 1990 geschrieben wurde von der BVB und BVG und gesagt wurde, wir müssen in 5 bis 7 Jahren das Straßenbahnnetz vom Osten auf den Westen ausbreiten und wieder in Richtung kommen eines Straßenbahnnetzes, was Berlin hatte in den 20er Jahren und in den Anfang der 50er Jahre, mit 500 Kilometer, jetzt 160 Kilometer, ja, 500 Kilometer Straßenbahnlinien, die da waren, haben wir heute einige wenige hunderte Meter oder vielleicht 3 Kilometer, die überhaupt Straßenbahn im Westen gebaut wurden. Das müsste im Grunde gemacht werden, nicht die Debatte E-Busse oder Dieselbusse oder Oberleitungsbusse. Tja. Ich möchte noch ergänzen, vielleicht, wenn man jetzt sagt, es gibt Städte im Osten, also Kiew oder
Belgrad die Oberleitungsbusse alle haben, wird man vielleicht das abtun mit der westlichen Arroganz und sagen, naja, das sind halt Ostblockstädte. Wenn man jetzt sagt, Salzburg, eine sehr hügelige Stadt, basiert nur auf Oberleitungsbussen. Mhm. Oder Bern, die Hauptstadt der Schweiz, basiert nur auf Oberleitungsbussen. Luzern, Winterthur, ich kann ein Dutzend aufzählen, sind Oberleitungsbusse. Das sind moderne Busse, die funktionieren Tag und Nacht, wo die Leute begeistert sind von der Kapazität. Aber man ignoriert das einfach, sagt, wir importieren jetzt Busse aus China, von BIT oder von BAIC oder aus Polen, von Solaris, um Elektrobusse anzuschaffen, damit es nicht mehr stinkt. Man kann eine andere Variante wählen, Stichwort Schweiz. Ja. Interessant ist aber auch der Aspekt, Sie haben auch geschrieben, dass in Norwegen, da gibt es wohl relativ viele Elektroautos und auch anständig Ladestationen. Das hat aber jetzt sogar dazu geführt, dass der öffentliche Verkehr zurückgegangen ist. Ja, weil eben viele Leute, die bisher mit dem Fahrrad gefahren sind oder mit dem Bus oder mit der Straßenbahn, mit dem öffentlichen Verkehr gefahren sind, jetzt sagen, naja, wenn die Stadt mir pro Elektroautos 5.000 oder 7.000 oder 8.000 Euro, jetzt umgerechnet von Kronen, an Zuschuss zahlt, wenn die Stadt mir die Mehrwertsteuer erlässt, wenn die Stadt mir erlaubt, dass ich mit dem Elektroauto auf meinen Busspuren fahren kann, am Stau vorbeifahren kann, wenn die Stadt mir freie Parkplätze anbietet, wenn die Stadt mir vielleicht sogar noch billigen Strom anbietet, in Norwegen sogar noch freie Fahrt bei den Fähren über die Fjorde weg und so weiter, dann nehme ich ein Elektroauto und dann bin ich sogar mit grünem Gewissen in der Stadt unterwegs, weil ich angeblich ökologisch fahre. Weswegen, wie gesagt, in Norwegen, wo die höchste, und zwar mehr als China, die höchste Elektro-Pkw-Dichte der Welt gemessen wird, zwei Drittel aller Elektro-Pkws Zweit- und Drittwagen sind und die Hälfte davon sind Leute, die vorher ÖPNV oder Fahrrad gefahren sind, die jetzt im Auto einkaufen waren und denken, ich bin ja ein Ökologe, weil ich habe ein Zero-Emission-Auto, was Quatsch ist, natürlich haben wir auch Emissionen. Naja, aber vielleicht ist Norwegen ein Sonderfall. Man bildet sich aber noch ein, unsere Entscheidungsträger, dass das in Deutschland auch so wird. Denn wie gesagt, ich sehe auch nicht diese großartigen Anstrengungen, den Nahverkehr oder überhaupt den öffentlichen Verkehr zu verbessern. Ja, mir fällt doch auch auf, es gibt ja tatsächlich eine große Lobbyarbeit für die Elektromobilität. Aber die deutsche Autoindustrie ist da irgendwie in Verzug geraten und scheint nicht so, also das ist meiner Meinung nach nicht eine Fähigkeit oder Kapazitätsgrenze, die die haben, sondern die scheinen skeptisch zu sein. Vielleicht ist das auch ein Realismus oder wie? Orientierungslos jedenfalls. Also ein bisschen ist ein Bild, was von den Grünen und von den Leuten, die Elektromobilität vorantreiben, propagieren, gezeichnet wird. Das mag vor 2 Jahren der Fall gewesen sein, vielleicht noch vor 1,5 Jahren, aber inzwischen setzen die deutschen Autokonzerne voll auf Elektromobilität. Ich war auf der Hauptversammlung von VW Mai dieses Jahres im CityCube hier in Berlin, auch als kritischer Aktionär, wo ich eine Aktie vertreten habe. Ich habe auch gesprochen dort. Und das war absolut euphorisch nur für Elektromobilität. Und der VW-Boss Helmut Dies, ein absolut zynischer und absolut arroganter und machtpolitischer Mann, hat seine Reden alle gespickt damit, dass VW voll auf Elektromobilität setzen würde. Das ist übertrieben. Die machen natürlich normale Diesel-SUVs weiter und so weiter. Aber ein erheblicher Teil der neuen PKWs, die in den nächsten 2-3 Jahren auf den Markt kommen werden, sind Elektromobilität. PKWs. Das wird schon gemacht und da gibt es massive Investitionen. Weltweit gesehen werden in den nächsten 12 bis 15 Jahren über 350 Milliarden Euro umgerechnet jetzt von den gefühlt 12 bis 15 größten Konzernen der Welt für Elektromobilität ausgegeben. Davon entfällt die Hälfte. Die Hälfte von 350 Milliarden entfällt nur auf VW, Daimler und BMW. Das heißt, ungefähr 120 bis 130 Milliarden Euro wollen die drei Konzerne VW, Daimler, BMW in den nächsten 10, 12 Jahren in Elektromobilität investieren. Das heißt, die sind da wirklich ganz vorne mit der Nase. Gut,
vielleicht nicht ganz so weit wie die Chinesen, aber die holen auf, eben deswegen, weil inzwischen massiv Staatsgelder laufen, steuerliche Subventionen da sind und so weiter, und weil das ja auch natürlich das Profil der deutschen Autoindustrie nach dem Dieselskandal wieder im schönen Licht erscheinen lässt. Das heißt, wir haben im Grunde einen, ich sag's mal etwas salopp, Reformfurz, eine Reformideologie, wo gesagt wird, jetzt sind wir ganz anders. Dieselgate haben wir einen ganz schweren Fehler gemacht. Es ist was ganz Dummes passiert. Aber jetzt haben wir grüne Autos und das werden Elektroautos sein. Wir lassen es hinter uns. Wir sind neu erstanden, uns neu erfunden. Das ist ungefähr das, was VW macht, obwohl sie natürlich weiter bei Diesel-PKWs das, was sie in den USA machen müssen, gezwungen werden, in Europa nicht machen. So die Leute weiter vergiften und die PKWs weiter mit der gleichen Dieselstruktur, in den gleichen, weitgehenden gleichen Abschalteinrichtungen weiterfahren. Ja, nun stellt sich auch die Frage, viele wissen das glaube ich gar nicht, in Europa gibt es ja wohl keine nennenswerte Herstellung von Batterien für Elektroautos. Die müssen eingeführt werden. Und gerade gestern habe ich gehört, dass in Deutschland wohl ein Unternehmen geplant hatte, Batterien herzustellen, aber die wollen das auch nicht machen. Das ist auch im Grunde genommen natürlich, schafft das eine große Abhängigkeit wahrscheinlich von China. Ja, ist richtig, ja. Also richtig, dass die Zellen für die Batterien, also der innere Hauptbestandteil, wird inzwischen in Südkorea, zum Teil USA, aber vor allem in Südkorea, Japan und in China so günstig hergestellt, dass die großen deutschen Autozulieferer, Bosch zum Beispiel oder ZF, Zahnradfabrik in Friedrichshafen, sagen, das lohnt sich für uns nicht. Es sei denn, der Staat, also Deutschland, vielleicht Kooperation mit Frankreich zusammen, investiert Milliardensummen, um eine solche Batteriezellenfabrik an Land zu ziehen. Da geht es von Jahr zu Jahr neue Diskussionen. Bosch hat das geplant gehabt, hat es gestoppt, macht es jetzt nicht momentan. Es gibt neue Diskussionen, dass die Regierung würde Geld geben. Dann wird jeder sagen, ja gut, dann probieren wir das mal zu machen. Aber momentan kommt 90% der Batteriezellen, die Batterien selber waren dann hier zusammengeschraubt, aber Batteriezellen aus Südkorea, China und Japan. Ja, Sie behaupten, dass heute schon mögliche technische Entwicklungen des Benziners ähnliche oder sogar mehr Einsparungen an schädlichen Emissionen möglich machen würden, als wenn man sich jetzt auf die Elektroautos kapriziert. Naja, schauen Sie, vor 10, 15 Jahren hat VW gesagt, sie wollen nicht nur ein 3-Liter-Auto, sondern ein 2-Liter-Auto und ein 1-Liter-Auto produzieren. Es gab eine Hauptversammlung von VW, bei der der damalige VW-Boss, Herr Ferdinand Piech, mit einem, ich glaube, 3- oder 2-Liter-Autos von Salzburg, wo er residiert, der Milliardär, nach Wolfsburg gefahren ist und gesagt hat, es ist alles drin, es sind Schutzmaßnahmen drin, es ist ein stabiler PKW, der PKW wiegt eine Tonne und so weiter, aber er frisst nur oder schluckt nur 2,5 oder 2,2 Liter. Das ist alles machbar. Davon ist heute keine Rede mehr. Das heißt, wir haben heute einen normalen Verbrauch von 7, 8, 9 Liter bei Geschwindigkeit bis 120. Bei den PKWs, die 150, 160, 170, 180 km/h fahren, steigt der Verbrauch auf 12, 13, 14 Liter je 100 Kilometer. Und da sind die Emissionen natürlich riesig. Aber nochmal, die gleiche Autoindustrie, die heute sagt, wir können nur mit Elektromobilität die geforderten Reduktionen an CO2, die die Europäische Union ab 1. Januar 2020 fordert, realisieren, hat noch vor wenigen Jahren gesagt, wir können den Spritverbrauch auf ein Drittel und weniger reduzieren, heißt auch den CO2-Emissionen auf ein Drittel reduzieren. Damit wäre gar kein Problem. Nur, sie wollen halt schwere Karossen bauen, weil man denen mehr verdient. Und die sind dann vielleicht Elektro-PKWs, die aber nochmal ökologischer Rucksack, Strommix mit fossiler Energie und so weiter haben. Ja. Ja, wir hatten schon gesagt, dass die Umweltverbände da auch nicht unbedingt, oder die meisten, auch nicht unbedingt eine komplexe Vorstellung von, naja, von der Elektromobilität haben. Wie ist denn die Position von Fridays for Future? Haben die da schon sich geäußert und
oder eine Positionsbestimmung oder auch zum alternativen Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Wird ja immer nur von Flugscham gesprochen. Also mein Eindruck bei Demonstrationen in Berlin, in Potsdam, in Düsseldorf, in Salzburg, in Linz, in Innsbruck und in Zürich, wo ich jetzt war und wo ich Eindrücke gesammelt habe, ist der, dass die Diskussion offen ist, dass die Kritik an der jetzigen Mobilität fundamental ist. Das betrifft Flugverkehr natürlich auch, aber auch im Auto generell, dass Elektroautos eine offene Diskussion ist. Die Grünen haben einigen Einfluss bei Fridays for Future, mindestens bei den größeren Strukturen. Wenn es jetzt um das Camp ging, was im Sommer gemacht wurde in Dortmund-Wischlingen, dann spielt es eine Rolle, dass die Grünen die Logistik stellen und da einen gewissen Einfluss haben. Aber es ist eine Offenheit da. Mhm. Und ich glaube schon, dass diese Strukturen offen sind, auch für Perspektiven, die eine grundlegende andere Alternative diskutieren und anbieten. Und die ist heute ja da. Also ich habe Mitte der 80er Jahre mein Auto abgeschafft und habe damals angefangen, zum Thema alternative Verkehre zu diskutieren und zu arbeiten. Und damals gab es das nicht. Es gab Diskussionen, es gab Öko-Institute, es gab Utopien in Köpfen, aber nicht praktisch in der Welt. Mhm. Ja, wenn ich heute mir überlege, dass wir heute Städte haben, die hunderttausende Einwohner haben, wie Kopenhagen, Amsterdam oder Den Haag, in denen mehr als 50% aller Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Also alle Wege gleich 100% der Bevölkerung in Kopenhagen und davon entfallen 60% in Kopenhagen oder über 50% in Amsterdam und Den Haag auf Fahrradwege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Jetzt rechnen wir dazu Fußwege, 20%, 25% vielleicht. Dazu, was könnte ein guter ÖPNV leisten? 20%, 30%, 40%. Zürich hat 40% zum Beispiel. Dann bleibt ein Restbestandteil von 10%, 5%, 8% für Autoverkehr. Der mag gerne Elektroautos sein oder Brennstoffzelle oder 3-Liter-Autos, wie auch immer. Aber nochmal, es geht darum, den jetzigen Anteil in unseren deutschen Städten von 50%, 60%, 70% von Autoverkehr zu reduzieren auf 10% durch Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr, Tramverkehr, öffentlicher Verkehr. Und dann kann man darüber reden, welche Art dieser Antrieb dieser Autos sein soll. Und wie gesagt, es gibt schon einige Beispiele, sogar in Europa, wo das auf einem guten Wege ist und wesentlich weiter als bei uns. Das gibt uns doch auch Hoffnung, ja. Also vielen Dank, Herr Wolf. Ich möchte noch mal Ihr Buch empfehlen, mit dem Elektroauto in die Sackgasse. Dankeschön auf meiner Seite. Mhm.